Freunde, einen recht schönen guten Morgen. Und wir haben eine neue Location gefunden. Ich bin ja auch schon ein bisschen ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, ob wir hier einiges finden werden. Wir fangen hier gerade im Keller an. Dieses Haus steht schon seit 10, 20 Jahren leer. Und ich bin gespannt, was uns hier überrascht. Wir haben hier einen Keller mit einer Gewölbedecke. Ich denke mal, dass der so tief war wie jetzt, dass das so ein Kriechkeller gewesen ist und dass man hier halt Kartoffeln, Kohlen oder Eingewecktes oder auch Wein gelagert hat. Wir begeben uns jetzt erstmal wieder hoch. Ihr werdet gleich die steile Treppe sehen. Hier ist tatsächlich nichts weiter zu sehen. Das ist der Keller. Ich habe auch noch ein paar Fotos reingehauen. Die werdet ihr im Anhang finden. Und wir gehen jetzt mal in die andere Richtung. So Freunde, wir gucken uns jetzt hier die einzelnen Räumlichkeiten an. Dieses Haus hat jemand wahrscheinlich mal versucht instand zu setzen. Hier befinden wir uns in der Küche. Wir gucken uns jetzt die einzelnen Räumlichkeiten an. Im Keller waren wir eben. Den Außenbereich zeige ich nochmal. Der ist total verwuchert. Zeige ich euch nachher später. Auf dem Dachboden ist auch erstmal nichts zu sehen. Aber es gibt hier ein paar ganz tolle Sachen zu sehen, nämlich ein paar fantastische Kachelöfen. Also, schaut euch das an. So, hier haben wir jetzt erstmal ein bisschen Baumaterial. Wenn das hier so ein bisschen schwankt, hängt das damit zusammen, das Haus ist auf hoher See. Natürlich nicht. So, hier haben wir wieder die üblichen Graffitis und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Hier haben wir einen fantastischen Ofen. Guckt euch den mal an hier. So wurde früher geheizt. Heute habt ihr ja alle einen schicken Kamin, also doch wieder zum Feuer zurück. Oder aber eine Zentralheizung in jeder Wohnung. Und das war das, was früher halt die mollige Wärme in die Wohnräume gebracht hatte. Weiter können wir hier erstmal nicht durchgehen. So, dann gehen wir weiter. Das hat mal jemand versucht hier wieder instand zu setzen. Das Haus ist ihm dann vermutlich nicht gelungen. Also diese Bausubstanz, wie gesagt, seht ihr da oben hier. Gucken wir gleich nachher nochmal hoch. Ist wohl nicht mehr das Wahre. Guck mal hier, noch so ein alter Kachelofen. Kannst du mal hin? Ja. So ein Ding hatten wir früher auch in unserer Wohnung gehabt hier. Ich musste dann morgens immer erst die Asche rausmachen, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, Kohlen hochholen, manchmal hast du abends schon Kohlen hochgeholt, ne? Und Holz rein und dann wurde das aufgeschichtet, dann kam Kohle in den Zünder rein und anschließend hast du die Kohle, ich habe das mal wie so einen Bunker gebaut, ich brauchte ganz wenig Holz nachher, ich hatte mich da schon richtig prädestiniert. Von dieser Seite wurde der Ofen geheizt, das ist praktisch ein, der hat so einen Durchgangsofen, nennt sich das. Der hat praktisch zwei Wohnräume zur gleichen Zeit geheizt, also auf der anderen Seite der größere Teil und hier der kleinere Teil. Zum Beheizen. Und hier ist Dunkelheit, aber es sieht ganz gut aus. Ja, mit zwei Lampen schon ganz gut. So, hier ist Baumaterial. Hier war vermutlich das Klo, wie man sieht. Ja, und hier an der Decke hat jemand versucht, schon mal ein bisschen was zu machen und hat es dann wahrscheinlich wieder sein lassen. Okay. Wir begeben uns jetzt, denk mal an den Treppenaufgang, ne? Hier ist noch so eine Nische oder schon mal eine Wand gezogen. Nee, hier ist eine Nische bloß einfach. Ich denke mal, das wird so eine Art Vorratskammer gewesen sein. So, und hier geht die Treppe nach oben. Ach, hier ist noch ein Ofen. Die wollte ich ja auch mal alle mitnehmen. Also, wieder so ein Kachelofen, so ein fantastischer. Leider schon beschmiert. Also ich weiß, dass die Dinger tatsächlich einen gewissen Wert haben inzwischen. Das ist der Fußboden hier, ja. Ich habe das mal ein bisschen rangezoomt. Zieht mal, genau, leuchtet mal den Fußboden aus. Also das wird vermutlich die Küche gewesen sein. Hier ist noch ein ganz alter Fliesenboden. Richtig alt. Also das ist noch aus der Zeit, aus der Gründerzeit dieses Hauses hier. Aus der Entstehungszeit. Und da denke ich tatsächlich, das wird die Küche gewesen sein. Eingangsbereich, Treppe, doch, du. Doch, so war das früher. Du bist dann reingekommen, du bist geradezu in die Küche gegangen, bevor du in die gute Stube gegangen bist. Und hier hat deine Mutter gesessen, Kartoffel geschält, hat schon das Essen auf dem Kohleherd gehabt. Und dann hat Vater, wenn er vom Feld kam, hat er auf das Essen tatsächlich noch nicht. Aber hier gehen wir auch nicht weiter rauf. Das zeige ich einfach mal so. Das ist der riesige Dachboden, Leute. Gucken wir uns mal an hier. Also hier hat ebenfalls schon einer versucht. Hier kann man natürlich noch herrlich ausbauen, aber ich glaube nicht, dass das jemals jemand ausbauen wird. Ich zeige euch auch gleich warum, weil man alles wieder von Grund auf neu sanieren müsste, Freunde. Pass auf, hier. Hier wächst nämlich schon das Gestrüpp und der Baum von draußen durch.
So sieht das hier oben aus. Leider haben wir hier keine geheimen Funde mehr gemacht, was ich gehofft hatte. Aber das Haus steht auch tatsächlich schon seit der Wende, glaube ich, leer, wenn ich mich nicht irre. Ich habe mich in der Nachbarschaft mal erkundigt. Wir fangen heute mal tatsächlich von hinten an. Da oben wächst auch schon alles durch. Das war alles mal ein bisschen notdürftig hier repariert worden. Ich weiß gar nicht, ob der Dachstuhl überhaupt repariert wurde. Einfach wahrscheinlich, damit das Haus nicht verfällt. Aber hier sind auch schon neue Balken eingesetzt worden. Könnt ihr sehen, aber ich denke mal, da hat jemand wahrscheinlich aufgegeben und hat gesagt, das ist mir zu teuer. So, hier nochmal mein Team, die mich hierbei unterstützen mit Kamera halten und Licht. Vor allen Dingen Licht ist ganz wichtig. Wir haben ja die fantastische Scheinwerferausrüstung, eine super duper Taschenlampe und eine Handylampe. Wir machen das hier ja alles ein bisschen experimentell. Ihr wisst ja, dass ich Let's Plays mache und aufgrund dessen habe ich dieses Format hier mal gewählt, um mich selber mal auszuprobieren. Das ist das Bauernhaus hier von hinten. Das ist das Grundstück. Ihr seht, das ist ja alles ganz schön verwuchert. Hier drüben, das ist, ich glaube, das war dieser Windfang hier. Wenn ich, oder war das die Küche? Wenn wir sind da reingehen, die geradezu. Ich weiß was, das hier vorne wird der Windfang gewesen sein. Hier ist dieser Eingang. Links ist die Treppe oben. Was ihr hier seht, das Verwucherte. Wir zeigen nachher gleich nochmal von vorne. Man darf eins nicht vergessen, dass die Häuser ja mal in einer, ich sag mal so, in einer, früher war das eine Genossenschaft, gestanden haben. Und dann war hier natürlich ein Zugangsweg, ein großer Hof gewesen. Das ist natürlich hier jetzt alles mittlerweile schon verwuchert. So, das wird der Windfang und der Haupteingang gewesen, das ist alles schon zugemauert. Hier an der Seite konnte man reingehen, die Tür ist natürlich zu. Und hier hat man natürlich schon versucht zu reparieren. Hier oben könnt ihr sehen, wie alt das Haus auch schon wirklich ist. Also ich denke mal, 100 Jahre hat das gut auf dem Buckel. Das sieht man hier an diesen Verzierungen dort, an der Dachkante. So, hier hinten hat man dann schon ein bisschen was gebaut hier. Ist noch ein kleines bisschen Grundstück hinten dran. Ich denke mal, hier wird auch ein Obstgarten oder sowas gewesen sein. Hier kommen wir jetzt mal hin. So, die Blockhütte ist natürlich nachträglich gebaut worden, definitiv, ist klar. Ich gucke jetzt mal. Euch das mal an. Alter Falter, das sieht auch schön aus, ne? Wie die Natur das Haus wieder zurückerobert hat. Also das hier hinten wird natürlich der Haupteingang gewesen sein. Hier wird ein großer Hof gewesen sein zum Wenden für die Fuhrwerke, denke ich mal. Das, was ich euch nachher von vorne zeige, das wird nicht der Haupteingang gewesen sein. Das sieht bloß so aus, so wurden die Häuser gebaut. Man darf aber nie vergessen, dass die Häuser alle einen Windfang hatten, damit das Haus nicht auskühlte, wenn man das Haus betreten hat. Das heißt, ihr habt alles nur Kachelöfen gehabt und der Windfang ist dafür da, dass man sich umgezogen hat, die Gummistiefel, wenn man vom Acker kam, ausgezogen hat und anschließend in die gute Stube oder in die Küche marschiert ist. Ja, und hier tatsächlich hat die Natur ein Gebäudeteil schon komplett zurückerobert. Ich bin mir auch stark ein, da wird ein Haupteingang gewesen sein hier vorne, wenn ich das hier so sehe. Das wurde dann früher im Nachhinein alles zugebaut. Das wird schon vorm Zweiten Weltkrieg da gestanden haben, das Haus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also über 100 Jahre ist es bestimmt schon alt. Das ist nicht über 100 Jahre alt. Aber hier kommt man auch ganz schlecht ran. Hier gucken wir natürlich auch noch mal rein, ob hier noch irgendwas ist oder ob hier jemand schläft. Hier hat natürlich der Graffiti-Künstler sich schon wieder ein bisschen verewigt. Was normal, hier ist übrigens alles dicht, ne? Hier müssen wir uns einen Weg durchbahnen, tatsächlich. Ja, und hier ist alles kaputt. Hier gucken wir bloß durch die Tür durch. Das ist ein bisschen zu gefährlich hier. Ah, das ist ein ganz normales. Wobei, guck mal an hier. Das war nur Glas. Leuchte mal her hier. Geh das mal an hier. Da hinten die Küche, da sind noch Teller. Als wenn da noch jemand eine ganze Zeit lang gewohnt hat. Fokussieren. Da. Teekessel steht noch auf dem Tisch da hinten. Das ist so eine Art Ferienhaus gewesen. Hier ist noch ein Heizkörper hier hinten. Als wenn hier jemand gewohnt hat. Also mehr ist hier tatsächlich nicht. Da oben, ja, das wird der Schlafplatz da oben gewesen sein. Oder ein Boden. Ich denke mal, das wird so ein Kriechboden gewesen sein,
wo man auch praktisch noch schlafen konnte. Wieso die Ferienhäuser halt in den Urlaubersiedlungen teilweise eingerichtet sind, habe ich selber schon mal in Dänemark erlebt. War, ist toll, ist eine tolle Angelegenheit. Flurgarderobe. Also hier wurde das tatsächlich so verlassen, einfach und dann weg. Hier sind noch Einrichtungsgegenstände, hier sind noch Ziergegenstände. So, guckt mal Leute, hier haben wir einen Kalender gefunden von 2009. Kalender mit Harry drauf. Aber wie gesagt, 2009, also seit 2009, denke ich mal, ist das hier verlassen. Und alles einfach so liegen gelassen. Und dann wurde das hier einfach verwildert und verwüstet. Hier ist der Schlafraum. Moment, ich brauche mal eine Taschenlampe. Wegen dem Schatten. Das ist einfach alles so liegen gelassen worden. Hier ist man raus. Oh, hier hinten hat wahrscheinlich auch schon. Da hat schon einer drauf geschlafen. Oh je. Yeah. Also das sah mal gut aus. Das war auch richtig gemütlich hier gewesen. Das war mal richtig cooles Ferienhaus gewesen. Hier ist alles heil gewesen. Auch tatsächlich ist dann alles. Ich muss mal ja mit meinem Körper rein. Alles verlassen. Hier sind noch Utensilien drin im Schrank. Zahnbürsten sind hier noch drin. Die Dusche natürlich schon bemalt. Wasseranschluss gibt es hier natürlich nicht mehr. Hat es hier bestimmt alles mal gegeben. Fenster ist vernagelt. War bestimmt mal ein cooles Ferienhaus gewesen. Aber die haben hier nichts ausgeräumt. Die sind hier einfach ausgezogen, zack und weg. Hier die Küche, also 2009, ich meine, das ist schon eine ordentliche Zeit. Sag ich ja, über 10 Jahre inzwischen schon. Das war alles noch eingerichtet, auf dem Herd hier noch Werkzeug. Hier ist noch ein Rasentrimmer, den man dann irgendwann noch mal benutzt hat, kurz bevor man hier ausgezogen ist. Moment, hier sieht man gar nichts mehr. Einmal Taschenlampe, ich stand mir selbst und ich muss hier rüber jetzt. Wir sind hier mit der großen Taschenlampe, die ist auch gar nicht mal so schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier stand auch noch einiges drin. Das wurde dann einfach so verlassen tatsächlich. Strom wird hier nicht mehr drauf sein, ne, oder? Nee. Ich gucke hier gerade, nee, ich will hier auch gar nichts anschalten, oder? Guck mal, hier die Teller noch drin. Da. Hier teilweise noch eingerichtet, hier noch Teller drin. Also hier kannst du, guck mal hier. Alles noch so sauber. Alles noch sauber, alles abgewaschen. Hier wird bestimmt Essen drin, oder? Ja, Vorratschrank, nein, hier auch Gläser drin. Alles noch, oh, guck hier. Das ist, die sind hier raus, zack, und dann weg. Nein, legt noch irgendwas ein. Zack. Mhm. Guck mal hier. Irgendwas drin. Was ist das? Mikado. Also es war ein Urlauberhaus wahrscheinlich. Oh, okay. So, wir sind wieder auf dem Rückweg. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, Freunde. Wir suchen nach neuen Locations. Und ich übergebe mal kurz die Kamera. Genau, ich habe meine Jacke verkehrt rum angezogen. Einfach dem geschuldet, ich habe die falsche Jacke angezogen, spielt aber keine Rolle. Ich möchte mich auf jeden Fall wieder recht herzlich bei euch bedanken. Freue mich, wenn ihr mir einen Sub da lasst, ein Like da lasst und wenn ihr weiter diese Videos schaut, schreibt mir unter die Kommentare, wie euch dieses Format gefällt. Neben meinen Let's Plays, neben meinen Livestreams mit den Spielen, es wird auf jeden Fall mehr dazu kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Quincy von den Fallout Legends.